Wissen Sie, welcher Vorschlag in den Kommentaren, die bei mir so eingehen, am häufigsten vorkommt? Hol dir doch mal Mist. In diesem Video geht es um Mist und meinen Garten und warum es hier so neuerdings mächtig stinkt. Bleiben Sie mal dran, wird spannend. Ich habe mich ja bisher immer normalerweise geweigert, irgendwo Material von außerhalb zu nehmen. Es geht hier um Selbstversorgung. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neuschem Garten, ist der Spock oder beim YouTube-Kanal. Es geht um Selbstversorgung. Das heißt, nach Möglichkeit mit so wenig Material von außerhalb auszukommen, wie irgend geht. Gut, mir ist also schon klar, ein Haufen Mist kann eine Menge positiv bedeuten. Vielleicht nicht so sehr für die Düngung, aber zumindest für die Bodenverbesserung. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, hier diesen Traktor zu benutzen. Dieses Video ist übrigens gesponsert von der Firma Kubota. Keine Frage. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, am Ende gibt es noch einen kleinen Clip dazu, da sehen Sie sich das Ganze mal professionell gefilmt an. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir mit so einem Traktor hier mal Mist zu besorgen. Und das ist Thema in diesem Video. Ich war zuerst bei einem Pferdehof hier. Ich muss ja zugeben, ich habe gestern schon 2 oder 3 Ladungen geholt, weil so ein Frontlader und den ganzen Anhänger gedöns, das muss man erstmal lernen. Also das letzte Mal, wo ich einen 40-Tonner gefahren habe mit einem Anhänger, das ist schon Jahrzehnte her. Also den Frontlader habe ich noch nie bedient. Also habe da 3 Mal gemacht, damit ich mich nicht ganz lächerlich mache. Habe 3 Varianten geholt. Erstmal beim Pferdehof, da war mir aber zu strohig. Wir gehen gleich nachher mal gucken. Das ist mehr Stroh als Mist. Dann habe ich einen Milchbauern hier gefragt. Und der hat gesagt, ja, kein Problem, geh da hinten Mist holen. Da liegt ein Riesenhaufen hinten auf dem Feld, habe ich wieder hingekippt. Das machen wir gleich. Aber erstmal gehen wir uns angucken, da hinten, was ich bisher gemacht habe. Sicher ist das alles sehr positiv. Also Mist kann man eigentlich nie genug haben. Ich werde das wohl nicht zur Düngung benutzen, sondern ich werde das da hinten möglichst kompostieren lassen und irgendwie wieder sehen, dass ich hier ein bisschen Leben in dem Boden kriege. Ich meine, ich tue sowieso schon alles, was irgendwie den Boden verbessert, aber das kann ja nicht schaden. Dann kann wenigstens keiner mehr schreiben, dein Humusgehalt liegt bei 0,373%. Und da ich die Möglichkeit auch richtig ausnutzen kann, habe ich den Kompostplatz etwas erweitert, größer gemacht. Also da können also schon ein paar Ladungen hin. Und das, was ich vom Pferdehof geholt habe, das besteht vornehmlich aus Stroh und Heu. Da ist nicht großartig an Mist mit dabei. Das dürfte wahrscheinlich, so wie hier liegt, ewig dauern, bis das dann irgendwie vergammelt ist. Platz ist hier genug. Da kann eine Menge Zeug hin. Jetzt könnten Sie sich natürlich fragen, warum hast du das bisher nicht gemacht? Sie müssen das mal so sehen. Es handelt sich hier nicht um ein paar Quadratmeter Garten, wo ich schon eine Spießbütte voll Mist bräuchte. Also es ist schon etwas größer. Und wenn Sie irgendwann in die Jahre kommen und müssen das Ganze dann noch schaufeln, vielleicht mit einem Pkw-Anhänger oder noch schlimmer, wie gesagt, mit Spießkübeln hinten im Kofferraum, meine Frau wird mich lynchen, man muss das schaufeln und das machen Sie mit 1-2 Ladungen voll, aber nicht mit der Menge, die Sie bräuchten, um hier so einen Garten zu betreiben. Das geht einfach nicht. Es geht körperlich nicht. Man kann nicht kubikmeterweise von schwerem, feuchtem Rinderdung mit der Hand transportieren oder schaufeln. Also zumindest ich habe da keine Nerven mehr für. Und jetzt fahren wir los. Und jetzt lachen Sie nicht über mich, wenn das gleich mit dem Frontlader nicht so funktioniert, wie das sollte. Setzen Sie sich erstmal auf so eine Maschine drauf, machen das selbst mal. Dann wissen Sie, was auf Sie zukommt. Übrigens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2 Tonnen, 2 Tonnen darf die Maschine ziehen. Kippbaren Hänger. Mit so einem Ding werde ich jetzt versuchen, mir hier Mist zu holen, um meinen Garten zu verbessern. Und der Landwirt hat mir den Mist hinten auf den Acker gekippt. Jetzt fahren wir gucken. Thank you.
Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Und da kann ich wirklich kubikmeterweise Mist besorgen, den schön liegen lassen und dann so im Laufe der nächsten Jahre, ich habe das ja schon mal mit dem Alpaka-Mist gemacht, im Laufe der nächsten Jahre schön in den Garten verteilen. Auch, dass die Ernten noch größer werden. Ich sag ja immer, was sich so alles abspielt in Deutschland, was? Da fährt einer mit so einem kleinen roten Ding durch die Gegend und holt sich einen Haufen Rinderscheiße. Man könnte so schön Fernsehen gucken. Ich bedanke mich übrigens bei den Milchbauern. Das ist eine nette Geste. So viel können meine Hühner gar nicht kacken. Wenn ich es schaffe, diesen ganzen Haufen kann ich mir mitnehmen. Ich denke mal, das dürfte die ideale Zusammenstellung sein. Viel Stroh für viel Humus, aber auch die nötigen Nährstoffe und Bakterien, damit sich das auch zersetzt und nicht in 10 Jahren noch da dumm rumliegt und nicht vergammelt. So, und jetzt werde ich zusehen, dass ich das da drauf kriege. Ich warte noch auf den Kameramann, die Kamerafrau. Oh, da kommt sie schon angefahren. Weil da muss man immer seinen Grip zusammenhalten. Ich muss immer wieder sehen. Rechts, links, oben, unten, kippen. Und bist du bereit für deinen Kamerajob hier? Klar, ich habe nur meinen Nasenschutz nicht mitgebracht. Nee, aber das riecht gut. Nee, es riecht gut. Es riecht ja so wie du schon den ganzen Morgen. Ey, sowas muss ich mir den ganzen Tag anhören. Und jetzt sag nochmal irgendeiner, ich wäre hier ein Macho. So, RTL aus. Also bist du bereit? Ja. Möglichst nah immer dran, ja? Ja, damit man auch was sieht in diesem Video. Ist das klar? Schon klar. So, darf ich dir das wertvolle Ding übergeben? Aber natürlich, Chef. Man muss das ja auch lernen. Ich kann ja nicht alles können. Ich werde besser. Baggerfahrer Bernhard oder so ähnlich? Ja, gab's. So, jetzt habe ich auch für den Kameramann noch einen Job. Ja. Bevor das alles da runterfällt, tu das mal schön verteilen. Wo kommt denn der Apfel her? Nee, da ist eine Quitte, die habe ich mir abgefahren, weil ich zwischen den Bäumen durch musste. Okay. Kriegst du das hin hier? Ja, so gerade eben. Ja, es muss eben auch Leute für Hiwi-Jobs geben. Das ist von meinen Lieblingskühen. Da hole ich schließlich immer die Milch. Da kann ich mich auch um den Dreck kümmern hier. Milchhof Westling. Wenn ihr mal hier in der Nähe seid. Die beste Milch im Dorf. Hey, machst du wieder Werbung hier? Nee, ich finde nur die Familie super. Eine nette junge Familie. Immer fröhlich. Immer für die Nachbarschaften offenes Ohr. Ist doch super. So. Familie weg. Ich sag ihm, ein Spaß für die ganze Familie. Andere fahren ins Legoland oder sonst wohin. Und meine eins oder unser eins fährt sich Mist holen. Das mach ich auch mit den Kindern auch nochmal. Und die wollen ja nie auf die Kamera. So, und jetzt fahre ich zurück und lade den ab.
denn ich habe noch ein paar Fuhren vor mir. Und jetzt, wenn Sie das sehen, hier den Haufen, hätten Sie den schaufeln wollen? Ich nicht. So, wir sehen uns wieder in meinem Garten. Also wenn ich hier weiter rumfilme, dann liegt der Haufen in 3 Wochen noch da. Kommt mir ja nicht vorwärts. Ich glaube, ich muss halt vorfahren, was? Komm, jetzt rutscht schon. Sieht gut aus, was? Komisch, die Söhne sind nie da, wenn man sie braucht. Ist eben kein Sand. Der rutscht besser. So, abhängen, das Ganze zusammenschieben und die nächste Runde holen. Ich komme meinem Kaffee schon ziemlich nah. Kameramann ist wieder da. Übernimm mal das Ding, wie ich hier meine laienhaften Versuche starte, das Zeug zusammenzuschieben. Ich wollte erst einen Kaffee mitbringen, aber dann habe ich gedacht, nee, der schmeckt dann hinterher nach Kuhmist. Wollten Sie doch bestimmt auch schon mal machen, was? Besser als Achterbahn fahren. Wir werden uns gesagt, Europapark Rösberger, was? Genau. Nicht so viel Gas. Aha. Rechts lenken. Ich habe keinen geraden, planen Untergrund. Hier sind so Rasengittersteine verbaut. Wenn ich da fahre und hängen bleibe, dann reiße ich die ganzen Steine raus. Machen wir nochmal ein extra Video. Wie viel Kilo trägt die denn? Das hast du zu verantworten, nicht ich. Ich frag ja nur. Und, riechst es schon? Kaffeeduft. Ich dachte... Wie lange hat der ganze Spaß jetzt hier gedauert? Keine Ahnung, ich habe dich seit heute Morgen 6 Uhr nicht mehr gesehen. Und jetzt haben wir 11 oder sowas. Ja, es ist die Filmerei. Die ist aufwendig. So, weißt du was? Mach mal den Kaffee, ich bin in 2 Minuten da. Ich sag den Leuten noch mein Endsprüchlein und dann schaffst du das? Der ist schon fertig, Junge. Der ist schon fertig? Ja. Komm, du, ich bin gleich da. Ja. Da geht sie dahin. Was tät ich nur ohne meine Frau? Also mir scheint, der Haufen ist nicht mal größer geworden. Au weia. Jedenfalls haben sie jetzt gesehen, was das ganze Spiel hier
was sich so abspielt in diesem Garten. Mit was man sich so befassen kann. Und ich glaube, sie haben auch verstanden, wenn sie das Ganze mit der Hand machen wollten, mit Schaufeln, das geht nicht. Das geht in irgendwelchen Solawis, wo ein Haufen Leute da mitarbeiten können. Und wenn da jeder 3-4 Schubkarren fährt, dann klappt das. Aber ich mache die ganze Geschichte hier alleine. Deswegen bot sich das an. Ich bedanke mich bei Kubota, dass die mir das Ding da vorne dran gemacht haben. Weil den Kram hätte ich nie im Leben hier hinbekommen. Und selbst wenn mir der Landwirt das hinten vor das Gartentor gekippt hätte, weil der mit dem Traktor ja hier nicht reinkommt, selbst dann hätte ich den ganzen Kram noch irgendwie bewegen müssen. Das schaffen sie nicht. Ich schätze mal, so noch 3-4 Mal muss ich fahren. Dann habe ich den Haufen da hinten weg. Und dann kann das hier schön vergammeln. Was halten Sie davon? Gute Idee? Schlechte Idee? Was mich ja immer interessieren würde, dieser Rindermist hier. Ist der eigentlich besser als Pferdemist oder schlechter als Pferdemist oder was auch immer? Wenn mir da irgendjemand was zu sagen kann, dann brauche ich nicht googeln. Wäre eine feine Angelegenheit. Sie haben ja bestimmt Erfahrungen damit. Ja, was verbleibt mir noch zu sagen? Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt. Unterstützen Sie mich ein bisschen. Amazon, Patreon oder sonst irgendwas. Da kann ich mir die Maschine vielleicht leisten hier. Da kann ich mir jedes Jahr dann so einen Haufen Mist holen. In diesem Sinne, bis demnächst. Ich gehe jetzt Kaffee trinken. Das war's. Ich muss noch 5-mal fahren bestimmt. Oh weia.